Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Es ist ja unglaublich, wie viele Titel-Updates sie hier raushauen. Das ist auf jeden Fall jetzt schon ein Rekord, würde ich sagen. Zumindest mit den entsprechenden Notes immer dazu in-game, die, ja, daran kann ich mich nicht erinnern, dass es so viele Updates gab jemals. Das neueste Titel-Update ist jetzt verfügbar. Es enthält folgende Änderungen: Gameplay-Problembehebungen. Spiel hängt in einigen Situationen während des Torjubels fest, wenn der Torhüter das Tor zielt. Okay, das habe ich noch nie gesehen. Torjubel wird in einigen Spielsituationen übersprungen, wenn der Torhüter das Tor erzielt. Beim Halten der Sprinttaste steht der Torhüter schnell auf, wenn er mit dem Ball in der Hand am Boden liegt. Also anscheinend haben wir nur Probleme mit dem Torhüter. Der Spieler steuert in Skillspielen gelegentlich den falschen Spieler. Bei mehrfach ineinander ausgeführten Jonglier-Spezialbewegungen in einer Trainer kann es vorkommen, dass der Spieler verschwindet. Update der FIFA-Trainer, Standard, Online-Modus, Problembehebungen. Kapitäne oder Spieler erledigen in einige, Ultimate Team Änderungen, Optionen zugefügt, Foot Champions Channel Wiederholungen verlangsamt, halbes Tempo anschauen, Einzelspielerkamera aus dem nicht funktionellen Neustart Button, Umbenennen des, okay, also Team Problembehebungen, Foot Teams, deren Standard Taktikwerte irrtümlicherweise über 100 lagen, haben nun wieder die normalen Standardwerte, Grafikproblem, durch das der Gegner in Foot Online Modi gelegentlich ein anderes Trikot als das ausgewählte Trikot sah. Ja, okay, das kenne ich. Die Abbildung des präsentierten Foot Squad Battle Teams wird nach raschen Durchblättern der Bildschirme nicht ordnungsgemäß geladen. Das Pausenmenü, Countdown, ach, ist mir alles viel, jetzt das zu lesen. Okay. Egal. Ich will jetzt endlich meine Packs aufmachen, ich will meine Belohnungen haben. Ich habe mir auch schon 300.000 neue Spieler gekauft. Die seht ihr dann später, weil ich schneide das dann logischerweise wieder zusammen, wenn ich dann morgen die Spiele mache für die Weekend League. Jetzt haben wir hier erstmal die Weekend League Belohnungen. Ein Trikot Gold, ein Foot Champions Set Gold. Das muss aber eigentlich noch mehr sein, oder? Hä? Ach, das eine war für den Monat. Sind das schon die Monatsbelohnungen gewesen? Kann das sein? Sehe ich das richtig? Wie, das ist ein Duplikat. Wieso habe ich denn das doppelt? Okay. So, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dann. Oh, irgendeine Tagesaufgabe ist auch erfüllt. Was habe ich denn gemacht? Kaufe einen Torwart. Ja, dann waren das wahrscheinlich die Monatsbelohnungen, glaube ich. Oder? Ja, das ist die Monatsbelohnung mit 5 Foot Champions Karten ursprünglichen Informs. Schade, dass ich nur Gold 2 war und wir nur einmal dieses Pack aufmachen können. Natürlich machen wir die Belohnung hier als letztes auf. Als erstes das kleine Pack, wobei ich das Gefühl habe, dass in dem kleinen Pack hier echt bessere Sachen im Durchschnitt drin sind als in dem scheiß Megaset, weil die meisten seltenen Karten halt keine Spieler sind. Egal, come on, baby, let it rain, gib mir was Geiles, bitte! Wenigstens ein Leinwandspieler, wenn's geht. Kein Leinwandspieler. Das ist immer schon mal sehr, sehr bitter. Oh, Jesus, wahrscheinlich der teuerste 81er. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt noch wert ist. Ich meine, ich muss es ja 1 Million Mal mittlerweile geben. Das ist nur ein 81er. Mal gucken. Was? Ach du Scheiße, der ist noch so viel wert. Okay, das ist auf jeden Fall der teuerste 81er. Vielleicht sogar der teuerste 81er abwärts. Der ist noch fast 50.000 wert oder sagen wir mal 45.000. Als 81er, was zur verfickten Hölle? Entschuldigt meine Sprache, aber damit habe ich ja. Das ist ja mal eine richtig geile Karte. Das habe ich ja gar nicht gedacht. Alter, das ist ein 81er, wie kann denn der immer noch so viel wert sein? Ich meine, klar ist er super beliebt und er beliebt diese Spieler in der Premier League und bla 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 bla. Aber wie gesagt, ein 81er wird doch eigentlich häufig gezogen. Das ist ja mal geil. Das ist ja richtig Kohle. Na, dem. Also ich habe halt ohne Scheiß, ich dachte, der wird so 10, maximal 20.000 wert sein. Ist das geil? Der ist 45.000 noch mindestens wert. Das ist ja mal mega krass. Ist das geil? Ist das geil? Alter, ist das krass geil.
Das ist ja richtig heftig, ey. Nice, jetzt schon geiles Pack-Opening. Es kann gar nichts mehr Schlimmes passieren. So, den Rest packen wir erstmal auf die Liste, weil ich jetzt nicht nachschauen will. Das ist ja wahnsinnig geil. Ach du Scheiße, ich glaube, das ist so mit der geilste Pull, wie man ja auf Neudeutsch sagt, Pull. Der geilste, ich weiß nicht, ob mir das Wort Pull gefällt oder nicht, aus dem Englischen. Aber ich nenne es jetzt einfach mal so. Das ist auf jeden Fall mal der geilste Pull, glaube ich, den man so ziehen kann, weil man einfach, oder ich zumindest, weil ich auf den ersten Blick nicht mal ansatzweise gedacht hätte, dass der so viel wert ist. Was für ein krasses Pack. Und den stellen wir mal für 1,5 rein. Alter! Ich meine, klar, wenn ich einen Ronaldo ziehe, da ist mir klar, oh, Ronaldo ist natürlich mehrere Millionen wert, richtig, richtig geil. Und ich würde mich, sorry, ich würde mich über einen Ronaldo natürlich noch mehr freuen als. Würde mich über Ronaldo natürlich noch mehr freuen als über einen Jesus, einfach wegen dem Geld, aber die Überraschung war bei Jesus auf jeden Fall größer, weil ich halt nicht gedacht hätte, dass das so viel wert ist. Ich dachte halt echt so 10.000, vielleicht maximal 20.000 und habe gedacht, okay, am Anfang der Saison war er halt viel wert, aber in 81er, den muss man ja so oft ziehen, das geht ja gar nicht, aber 45.000, das ist so geil. So, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Ich habe so ein Dauergrinsen gerade drauf. Ist das, also das ist richtig geil. Ich trinke erstmal einen Schluck und ist egal, was jetzt kommt. Wenigstens Leinwand. Leinwand. Okay, 83er, das Minimum bei dem Leinwand-Spieler. Nicht wirklich geil, aber scheiß drauf. Vielleicht haben wir noch einen Jesus da liegen. Ne. Er wird halt auch nicht mehr wert sein. Okay. Ich unterschätze einfach, wie krass beliebt die Premier League dieses Jahr noch ist. Also noch krasser als sonst, glaube ich. Der scheint auch so um die 7.000 wert zu sein. Das ist ja auch nicht schlecht. Packen wir auch erstmal auf die Liste. Ja, dann ist vielleicht Idora auch was wert. Ah, ne, der ist so langsam. 50 sehe ich gerade. Ja, aber selbst der ist noch seine 2.000 wert. In jeder anderen Liga wäre das ein Abstoßspieler. Okay, doch nicht. 1,3 sehe ich ja gerade. Ja, ist eher so ein Abstoßspieler, aber für 1001 bekommt man ihn bestimmt los. Alter, Jesus, was für ein Monster. Es ist ja krass. Und ich dachte schon, oh, Sokrates ist noch teuer als 86er. Aber Sokrates mit, kostet glaube ich so knapp 30.000. Jesus 81er kostet halt einfach mal ein bisschen mehr. Mich würde mal interessieren, was Jesus kosten würde, wenn der nicht selten wäre. Also wenn das ein normaler Goldspieler wäre, als 81er, das wäre mal interessant zu wissen. Eins, drei, eins, vier, eins, eins. Kommen wir vielleicht auch für 1.000 los. Ich komme gar nicht drauf klar, ey. Ich komme überhaupt gar nicht drauf klar. Die türkische Liga hat nicht ganz so viel Auswahl. Da scheint ganz geile Werte zu haben. Da könnte auch ein bisschen was wert sein. 1,5, 1,3. Okay, stellen wir für 1,1 rein. So, der wird nichts wert sein. Aber seltene Spieler gucke ich trotzdem erstmal nach. Jo. So, und die packen wir alle auf die Liste. Oh, was ist denn das? Türkischer Frei, 90 Tempo, LM. Na, wenn der nicht was wert ist, weiß ich auch nicht. 1,9, ja, ich dachte mir schon, dass er was wert ist. Ich habe ehrlich gesagt mehr erwartet. Also ich hätte eher so mit 5.000 aufwärts gerechnet. So, es ist immer noch bei 800. Ah, sieht ganz anders aus. Nicht 7.500. Ach, das habe ich doch das letzte Mal auch gehabt. Das ist echt so scheiße. Das kauft niemand. LF zu LS, das brauche ich auf jeden Fall nicht. Scheint ein bisschen was wert zu sein. 2, 3. 2, 1, 2.000. Schauen wir mal auf 1, 8 rein. Eieiei, hier macht man. Oh, noch 3.000 Coins drin, nice! Das ist ja cool.
So, und jetzt kommen wir zu unseren Champions-Karten. Diesmal 5 Stück. Ich hoffe, auch wenigstens einer. Lass wenigstens, es muss dann kein überkrasser Spieler drin sein. Irgendein, den ich gebrauchen kann. Vielleicht als Wechselspieler oder wo ich eine Inform von mir austauschen kann. Bitte, bitte, bitte. Gib mir wenigstens einen Spieler, mit dem ich was anfangen kann. Das letzte Mal war es echt richtig scheiße. Come on. Bitte. Gib mir wenigstens einen richtigen Spieler, den ich gebrauchen kann. Irgendwie, wenigstens als Wechselspieler. Come on, baby. One time, please. Icardi. Krass, Second in from Icardi. Oh, Mist, jetzt muss ich ihn ja eigentlich testen. Jetzt muss ich ihn ja testen. Oh, jetzt muss ich ihn testen. Ich bin mit Mertens so krass zufrieden. Scheiße, aber Icardi, ich meine, ich könnte dann Mertens wieder verkaufen, logischerweise, wenn Icardi funktioniert. Oh, Kacke, Kacke, Kacke. Da müssen wir uns die Werte von Icardi nochmal anschauen. Von. Geile Musik auf jeden Fall. Da müssen wir uns die Werte von Mertens nochmal anschauen. So. Oh, geil, Radegi. Ja, mit dem kann ich was anfangen, weil ich Radegi im Tor habe. Den kann ich also dann verkaufen und ihn hier reinpacken. Wie geil. Oh, und Raphael, den teste ich gerade auch. Abseits der Aufnahme habe ich ein bisschen gespielt und habe Raphael getestet. Das heißt, da kann ich dann auf jeden Fall auch so oder so den Raphael verkaufen. Das ist mal ein gutes Pack. Second in from Icardi, Radegi, Raphael, nice. Die anderen kann ich nicht gebrauchen, aber das ist erstmal egal. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Second in from Icardi an Mertens vorbeikommt. Der spielt sich so geil. Gucken noch mal rein. Es ist krank, das ist krank. 35 Spiele, 40 Tore. 13 Vorlagen, es ist halt schon krass, mehr Tore als Spiele. Und dann noch 13 Vorlagen drauf. Es ist halt schon heftig, heftig, heftig. Boah, aber ich denke, 10 Spiele muss ich Icardi einfach testen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Mal gucken, was hat er jetzt hier? 53 durch 35. Der hat eine Quote von 1,51. Boah, das ist heftig. Und mir war auch aufgefallen, dass ich Mertens die ganze Zeit mit 9 Chemie gespielt habe und nicht mit 10, aber ich verstehe das nicht ganz, weil ich hatte ihn doch gekauft, als Mittelstürmer habe ich ihn auf die Stürmerposition gepackt und er hatte 9 Chemie. Kann man neuerdings Spieler mit Loyalty-Bonus kaufen? Weil er wäre doch nicht auf 9 Chemie gekommen, wenn er nicht schon 10 Spiele mit gespielt hätte und ich dann den Loyalty-Bonus bekommen hätte. Also man spielt 10 Spiele, bekommt einen Loyalty-Bonus und dadurch bekommt man eine Chemie mehr, einen Chemiepunkt. So, aber den habe ich direkt am Anfang mit 9 Chemie gespielt und dann hatte ich über 30 Spiele und habe immer noch 9 Chemie gehabt und da habe ich gemerkt, okay, ich muss ihn wohl doch zum Stürmer machen, aber das verstehe ich nicht. Dann muss er ja von Anfang an den Loyalty-Bonus gehabt haben, sonst wäre er nur auf 8 Chemie gekommen und ich hätte ihn zum Stürmer direkt gemacht. Aber er hatte direkt im ersten Spiel 9 Chemie und deswegen habe ich gedacht, okay, geil, er hat genügend grüne Verbindungen, also lasse ich das so und spiele ihn als MS und brauche ihn nicht zum Stürmer machen. Aber ist auch egal, ist auch egal. Ja, ich werde Icardi testen. Ich denke, ich werde jetzt offline ein paar, also ohne Aufnahme ein paar Spiele machen und werde einfach Second In from Icardi mal testen. Ich gebe ihm wahrscheinlich so 10 Spiele Zeit, total abzugehen. Und wenn ich dann merke, okay, er ist wirklich besser als Mertens, dann können wir Mertens halt verkaufen. Den hatten wir für wie viel gekauft? Ach ja, den haben wir auch noch gezogen. Oh mein Gott. Ich bin die Glücksmarie. Genau, aber 10 Spiele werde ich Icardi mal testen. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er sich besser spielen lässt als Mertens, weil Mertens einfach kompletter ist als Second In from Icardi. Aber jetzt habe ich ihn als Foot Champion. Ich muss ihn jetzt testen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschö, tschö. Ach nee, Quatsch. Für euch ist ja nur ein Split. Gleich geht's weiter mit 2 Spielen für euch. Also bis gleich. Ja, macht's gut, ne? Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde, das war herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ach nee, Quatsch, ach, schneidet das ja wieder zusammen, ich hab's vergessen, tut mir leid, habt ihr halt 2 Begrüßungen nacheinander, was soll's. Ja, es war ein erfolgreiches Pack-Opening, dafür, dass das letzte, also das vorletzte so scheiße war, war das jetzt richtig geil. Mit Jesus als 81er seltener Goldspieler einfach mal, ja, knapp 45.000 wert. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, für 44.000 verkauft. Schauen wir mal.
Ja, 44.000, sehr nice. Dann habe ich meinen Radeckli verkauft, auch geil. Den hatte ich mir gekauft für, ach, den nicht mal hier, aber den hatte ich mir gekauft für ungefähr 20.000, war jetzt mittlerweile 38.000 wert. Und ich dachte mir, das ist eigentlich ein Spieler, der wird nicht großartig noch weiter steigen. Warum sollte er noch weiter steigen? Er hat nicht so krasse Werte. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, bevor der jetzt die Second Info bekommt und die Karte hier sinkt, verkaufen wir ihn lieber schnell für 38.000. Dann habe ich noch Koulibaly für 8,9 verkauft, bevor der auch weiter sinkt. Und ja, jetzt, die Folge wird wieder ultra lang, deswegen fangen wir einfach mal an zu spielen. Freitagsspiele, ich weiß, ich werde es vielleicht 5 Stück schaffen. Ich hoffe, dass ich wieder Nachtaufnahmen hinbekomme und dann am Sonntag nicht ganz so viele Spiele habe. Mal schauen. Moment, sorry. Tut mir leid, mir läuft die Nase. So, welche Mannschaft spielen wir denn jetzt? Okay, also ich habe ja jetzt schon ein, zwei Spiele gemacht, offline. Und hab Second In vom Icardi getestet, 3 Spiele, 5 Scorerpunkte, 4 Tore, eine Vorlage. Wie gesagt, er muss Mertens quasi schlagen, der 1,5 Scorerpunkte pro Spiel macht. Ja, wenn er so weiterspielt, könnte das sogar hinbekommen. Ich bin gespannt. Wobei er sich aber vor gefühlt nicht so geil anfühlt wie Mertens. Das liegt einfach daran, dass er nicht so schnell ist, aber wenn er die Tore macht, ist es egal. Genau. Wir spielen aber in der Bundesliga und neue Spieler. Also, wir haben jetzt hier in der Bundesliga, habe ich natürlich den Champions Radecki genommen, logisch. Momentan teste ich Raphael, der aber eigentlich ja nicht so geil zu sein scheint wie Arangis und auch nicht wie Kruse. Hat jetzt 10 Spiele und 6 Scorerpunkte, aber ich werde ihn natürlich mindestens ein Spiel in der Weekend League testen, also jetzt in diesem Spiel, aber er muss jetzt eigentlich schon was zeigen. Es macht für mich keinen Sinn, ihn weiterzuspielen. Ich würde dann nochmal Kruse testen, glaube ich. Der hat jetzt in 13 Spielen, ach vorbei, das ist ja auch scheiße. 7 Scorerpunkte. Oh Gott. Das ist ja auch total schlecht. Das ist ja fast Raphael besser von den Werten her. Oh mein Gott. Ich kapiere das nicht. Beide Spieler haben viel bessere Werte als Arangis. Die können doch nicht schlechter sein. Egal, Raphael testet jetzt noch ein Spiel, dann vielleicht Arangis, dann vielleicht Kruse noch ein Spiel und dann kommt der Arangis wieder. So, ich habe mir Sokrates gekauft, immer noch ziemlich teuer mit 27.500, aber er wird einfach besser sein als Süle und da ich genügend Kohle habe, ja, wollte ich mir jetzt einfach meine Abwehr noch stärker machen. Oh, was ist denn mit meiner Nase los? Die klingt so verschnupft. Aber ich glaube, habe ich gerade geniest? Wenn ich niesen muss, dann ist die immer erstmal kurz verschnupft. Und das wirkt zumindest so. Ja, bevor ich es dann vergesse, in der Calcio A haben wir noch als neuen Spieler, nicht Insigne, sondern, wo ist er denn? De Vrij statt Koulibaly. Koulibaly kam ja immer so hüftsteif vor. Geil, dass ich De Vrij keinen Champions League Style gegeben habe. Und ich weiß aus dem Kopf leider auch nicht, was ich ihm geben möchte. Shadow oder Anchor? Egal, wir brauchen ihn jetzt in dem Spiel nicht. Ich hoffe, ich denke. Ach nee, wir machen ja 2 Aufnahmen. Also brauche ich ihn ja am nächsten Spiel. Ach so, ich brauche ja bloß seine. Moment, das machen wir jetzt direkt. Ich brauche nur seine Ingame-Werte anschauen. Ich vergesse immer, dass man ja jetzt die Ingame-Werte anschauen kann. Nee, das war's nicht. Das war's auch nicht. Das war's. Tempo ist halt nicht so schnell. Ach, ich glaube, ich wollte ihm Anchor geben, weil er hat schon so krasse Manndeckung, Zweikampf, Grätsche, Abfangwerte. Wenn ich ihm da Shadow gebe, das bringt nichts. Wenn ich ihm Anchor gebe, boostet das schon fast auf 99 alles. Deswegen gebe ich ihm Anchor. Oh, ich glaube, ich habe keinen Anchor, oder? Oh. Ich glaube, ich habe keinen Anchor. Nee. Aber ich mache das jetzt trotzdem. Ja, die Folge wird wahrscheinlich 1 Stunde lang, egal. Will es einfach nicht vergessen. Er hat sich schon mal ziemlich gut angefühlt, auf jeden Fall. Schau direkt nochmal, ob es Shadow gibt, gerade durch Zufall. Nee. Anchor müsste so 3-4 wert sein ungefähr. What? Dann ist es auf jeden Fall teurer geworden. Fuck. Was? Boah, wieso ist denn das jetzt so teuer geworden? Was ist denn hier los? Ach du Scheiße, ich glaube, gestern war es noch bei 3,4. Ich wusste nicht, dass das so steigen wird. Ach du Gott. 4,4, okay, ist ein bisschen billiger, aber trotzdem, was ist denn hier los? Das ist ja 1000 mehr, wie es aussieht. 4,3. 4,3, ach du Scheiße.
Kein Wunder, dass ich das nie auf Vorrat kaufe. Ja, wie gesagt, wenn Raphael nicht funktioniert, den verkaufen wir. Deswegen nehme ich habe ja den Champions Raphael, aber den müsste ich ja erst in Champions Freestyle geben. Das mache ich natürlich nicht. Ich hatte den halt schon vorher, deswegen werde ich jetzt erst den Test mit Raphael abschließen. Und wenn er nicht funktioniert, dann verkaufe ich ihn oder warte halt, bis er im Preis steigt und verkaufe ihn dann mit hoffentlich Gewinn. Und wir können anfangen. Endlich. So wichtig, nicht aufregen, konzentriert spielen, egal ob es 1-0 oder 2-0 für den Gegner steht, auch wenn es ein scheiß Lackertor ist. Egal, 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 egal. Wir haben genügend Zeit. Ich will einfach nur, ich will mit meinem eigenen Spiel zufrieden sein. Wenn ich am Ende Gold 3 werde, weil ich einfach nur Pech habe und wir kriegen direkt ein krasses Gegnerteam. Ach du Scheiße. Der Stürmer ist erstmal Hardcore. Keine Ahnung, ob den als Mittelstürmer spielt. Oder dann auch schnelle Flügelstürmer. Krasser Torhüter, krasse Abwehr, krasses Mittelfeld. Also eigentlich alles krass. Gab's keine Schwachstelle in dem Team. Egal, wie gesagt, wenn ich am Ende verliere, weil ich Pech hatte und nur Gold 3 werde, dann kann ich mich immer noch stundenlang drüber aufregen. Aber dann ist mir das lieber, als wenn ich am Ende sagen muss, hättest du eigentlich 3 Spiele gewinnen können. Oder mehr gewinnen können, wenn du nicht die krassen Fehler gemacht hättest oder so scheiße gespielt hättest. Deswegen, das möchte ich nicht. Ich möchte wieder eine gute Weekend League spielen. Und jetzt gerade fühle ich mich auch ein bisschen fit. Also vielleicht nicht 100%, aber knapp an 100% dran. So, come on! Konzentration. Oh nein, ich glaube, die Kommentatoren sind noch an. Oh scheiße, weil ich habe jetzt mal. Kann ich die ausmachen? Bitte lass sie hier ausmachen. Ja, ach, zum Glück. Ja, die hatte ich nämlich an, als ich jetzt die Zeit lang offline gespielt hatte, einfach um zu gucken, wie sich das so anfühlt, mit Kommentatoren zu spielen. Ach, zum Glück habe ich noch dran gedacht, aber gut, ich hätte ja dann auch einfach nochmal Pause drücken können. Weil die nerven natürlich, wenn ich hier aufnehme. So, und jetzt konzentriert spielen. Guter Schuss, nicht straff genug, würde ich sagen. Oh, Ribéry, was macht er denn? Ein bisschen Glück. Ich glaube, der spielt auch nicht schlecht. Schade. Richtig schwacher Pass. Schade, schade, schade. Raphael hatte halt auch nicht so die krassen Tore. Also, wenn ich mir halt so überlege, Kruse, Arangis, Raphael, da muss man schon sagen. Dass Arangis einfach so mit die geilsten Tore gemacht hat. Klar habe ich mit Arangis viel mehr Spiele gemacht, aber das ist halt auch das Ding, ne? Man hat so viele Spiele mit Arangis gemacht und er ist. Boah, ich kann ja echt nicht viel reden, der Typ ist zu gut. Man hat mit Arangis einfach so viele Spiele gemacht, dass man einfach auf eine richtig, richtig große Anzahl an Spielen gesehen hat, okay, er macht halt richtig viele Scorerpunkte, ne? Es sei denn, dass ich hier ins 4-1-2-1-2 gehen muss.
Boah, Ribéry, schade. Sokrates. Ein guter Schuss von Raphael, aber bei solchen Dingern, wenn er so mal halt so was halt reinmachen würde, da könnte er sich echt zum Held machen, aber macht er halt nicht. Wie habe ich mit Raphael nach einer Ecke. Ein Kopfballtor geschafft, das fand ich krass, weil Raphael da echt nicht groß ist. Schade, aber er hat ein bisschen Pech, dass der Schuss geblockt wird. Schwacher Schuss von Tolisso. Kann aber auch sein, dass ich die Formation lasse, weil ich defensiv ganz gut gerade bin. Sehr gut gemacht mit Jarmolenko. Ah, Tolisso ist der Falsche. Aber auch der hätte genau gepasst. Aber der Heer ist halt auch ein ziemlich krasser Torhüter, da kommt man nicht so leicht durch. Zwei Ecken waren bisher auch alle nicht effektiv, sind nie zum Schuss gekommen. Oh, was? Goretzka, was ist denn los mit dir? Fuck, den habe ich drin gesehen. Oh, scheiße. Das haben wir richtig gut. Aber ich glaube, der Gegner stellt jetzt um, weil er überhaupt gar keinen Zugriff bekommt. Was spielt er denn von der Formation? Oder hat er jetzt vielleicht schon umgestellt? Hat er die ganze Zeit 4-1-2-1 gespielt? Ich weiß es nicht. Aber jetzt erst umgestellt hat oder halt vorher schon. Nee, ich glaube, er hat die ganze Zeit 4-1-2-1 gespielt, weil er hat mit zwei Stürmern gespielt. Achso, mir läuft die Nase irgendwie ein bisschen jetzt los. Werde ich krank oder was? Ich habe hier leider keinen Mute-Button an meinem Mikrofon und ich habe keinen Bock, dann in der Audiodatei das rauszusuchen, wo ich hier ein bisschen rumschnupfe und dann das mute. Schade, den hätte Goretzka mal reinmachen können. Oh, was ist denn los? Was braucht er denn noch eine Pause? Ich hätte halt gern den Inform Goretzka, da kostet glaube ich über 200 oder 300.000. Das ist halt, naja, zurzeit nicht wert. Bis ich mir den leisten kann, wird es dann andere interessante Spieler, glaube ich, geben. Erstmal brauche ich einen Vidal, logischerweise. Soll ja auch wieder genauso ein Monster sein wie in die letzten Saisons in FIFA. Mann, ich war so gut drin im Spiel, muss er ja jetzt so lange Pause machen? Also mindestens ein Tor könnte man echt schon haben. Also das wäre verdient hier 1-0. Vielleicht sogar ein 2-0. Jetzt hat er seine Pausen auf jeden Fall schon weg. Das ist schon mal gut. Vielleicht kann er gerade nichts machen. Das wäre natürlich schön. Ein geschenktes Spiel. Ja, ist glaube ich nicht am Controller. Aber dann bricht irgendwann das Spiel ab, wenn er nicht am Controller ist. Das ist scheiße. Ich habe noch kein Tor geschossen und dann bekomme ich das Spiel nicht als Sieg. Das wäre natürlich richtig dumm. Scheiße, jetzt ist er wieder da. Oh nein, das war unsere Chance zum 1-0 und wir haben es nicht geschafft. Und das war wieder Raphael, ne? Nur mal so. Und was soll ich denn da machen, außer flach ins Eck abzuschließen? Ich denke, es war der richtige Abschluss, aber jetzt egal, komm. Wir sind auch so besser.
und können gewinnen. Also jetzt konzentrieren wir uns wieder. Na endlich, es war ein Lagertor, aber es ist absolut verdient. Nicht, dass wir ein Lagertor bekommen haben, sondern dass wir 1-0 führen. Oh. Meine Fresse. War aber auch eine schwere Geburt, aber es ist erst ein 1-0. Und jetzt brauchen wir auch nicht auf die andere Formation umstellen, das ist sehr gut. Jetzt wird der Gegner, denke ich, auch noch offensiver werden. Krass, perfekte Vorlage. Und dann schön mit der Brust angenommen. Der indirekte Pass quasi, jeder Schusspass. Der berühmte. Oh, das hat er irgendwie ganz gut gemacht, muss ich zugeben. Das hat er halt wieder super schlecht gemacht. Alter, mir läuft die Nase, er hat echt nullmal geschossen. Aber ich kenne das, ich habe auch schon Spiele verloren, wo der Gegner in der ersten Halbzeit nullmal geschossen hat. Aber ich glaube, da hat nicht ich 10-mal geschossen und 8-mal aufs Tor. Ist immer noch. Ich habe nur geschafft, 0 Tore zuzulassen, Schüsse zuzulassen, weil ich wirklich super konzentriert gerade spiele und so wenig rede. Deswegen, das will ich nicht einreißen lassen, nicht bevor das Spiel vorbei ist. War super gut rausgespielt. Warum macht denn Werner das Tor nicht? Fuck, ey. Das war richtig, richtig gut. Das wäre eine Vorlage für Raphael gewesen. Also ein 2-0 wäre mittlerweile auch verdient. Raphael lässt sich halt richtig geil dribbeln. Das muss man halt wirklich sagen. So ein Ding muss halt mal reingehen, egal wer da am Tor steht. Wenn er will, dass es hier weitergeht für ihn. Er hat, glaube ich, auch noch keinen Scorepunkt jetzt gemacht in dem Spiel. Heel to heel. Kommt den Schmelzer daher? Ich versuche übrigens nicht auf Zeit zu spielen. Ich komme einfach nicht durch. Ich glaube, es war wieder Raphael, ne? Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, ist das schlecht. Also ich bin ja doch schlechter, als ich am Anfang gedacht hatte, aber ich glaube, das liegt auch wirklich daran, dass ich gerade sehr gut spiele. Also.
Das war kein guter Abschluss. Gegner macht halt viel zu viele Fehlpässe. Weil ich, wie gesagt, auch gut stehe, aber es darf natürlich trotzdem nicht passieren. Das war ein bisschen Pech, denke ich. Na, mach ganz gerne mal einen Trick, aber die haben bisher außer dieser Heel-Job gerade nicht so wirklich funktioniert. Das wäre es gewesen, wenn er jetzt durch so einen Luck hier noch den Ausgleich schafft. Das war auch sein erster Schuss, oder? Ecke, 82. Ich habe keinen Bock, hier in die Verlängerung gegen den zu gehen. Ich gehe jetzt auf Zeitspiel. Sorry, also der Gegner nicht verdient. Diese Chance versaut er dann auch noch. Das war's. 1-0. Das ist ein krasses Ergebnis. Kommt halt fast nie zustande. Fast noch eine Kopfballchance für Werner. Nice! Wir haben aber auch sehr gut gespielt. Aber krass, dass wir nur 1-0 gewinnen. Wir hätten hier natürlich auch 2-3-0 gewinnen können. Wenn wir richtig viel Glück haben, gewinnen wir ja auch 4 oder 5-0. Wenn halt auch viele da Distanzschüsse reingehen. Und ich glaube, Raphael, das war's, ne? Er hat auch seine Chance. Ist ja nicht so, dass er jetzt keine Chance hat in dem Spiel. Man muss auch sagen, okay, er hat ein bisschen Pech, dass Werner die eine riesen Chance da nicht macht, weil es wäre eine Vorlage für Raphael gewesen. Ich glaube, ich gebe Kruse auch noch ein Spiel. Einfach so, das ist dann quasi so ein Liebhaberspiel, weil ich sehr gerne mit Kruse weiterspielen würde und ich richtig Bock auf Kruse habe. Aber das ist dann wirklich das Letzte und dann muss ich mir halt einfach eingestehen, dass aus welchem Grund auch immer der 81er Inform Arangis am besten funktioniert bei mir, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, aber so ist das manchmal bei FIFA. Und ja, deswegen ein Spiel noch für Kruse und dann gehen wir zu Arangis zurück. So, wir haben jetzt, hier sind alle da, genau, wir haben jetzt Second Inform Sirigu im Tor stehen. Der hat etwas bessere Werte als Donnarumma. Donnarumma hat zwar 88 Hechten und 88 Reflexe, also ist da jeweils ein Punkt Hechten und Reflexe zwei Punkte besser. Aber er hat halt, glaube ich, nur 78 Ballsicherheit und 78 Positionsspiel. Das heißt, da sind wir halt einfach mal 7 Punkte besser jeweils. Das ist halt schon ein krasser Unterschied. Und er ist auch größer, also Donnarumma ist 1,96, aber hier mit 1,92 immer noch sehr groß. Und ich denke, er sollte Sirigu schon insgesamt die bessere Lösung sein. De Vrij, ja, hat sich die ersten Spiele schon mal sehr gut angefühlt, das kann ich schon mal sagen. Von daher mal schauen. Und Icardi, er weiß, was auf dem Spiel steht. Also hier ist es ein richtiger Kampf quasi auf der Position. Er weiß, was er braucht, nämlich im besten Fall, er muss eigentlich mehr als 1,5 Scorerpunkte pro Spiel erzielen, weil sich Mertens etwas besser anfühlt. Wobei man bei Icardi sagen muss, Icardi hat den Vorteil, dass man mit ihm auch mal ein Kopfballspiel gewinnen kann, weil er ist halt sehr sprungstark und hat eine gute Kopfballgenauigkeit. Das kann man halt bei Mertens komplett vergessen. Also das ist der Vorteil von Icardi, dass er zwar nicht so schnell ist, aber dafür kopfballstark und ich brauche ja eigentlich die Pace auch nicht so sehr. Jetzt konzentrieren wir uns wieder. Ich will jetzt direkt wieder so gut spielen.
gemacht mit Hulam. Ja, Pastore können wir halt mehr oder weniger vergessen mit Icardi. Das war ein bisschen blöd. Aber der Gegner Glück. Das wäre sowieso abseits gewesen. Oh, der Gegner ist sehr schnell und aggressiv. Das ist eigentlich gut, wenn er das so komplett übertreibt. Oh, ich wollte eigentlich auf Brozovic passen. Nein, wahrscheinlich nicht gut gezielt. Danke. Das war gar nicht Brozovic, dann halt. Keine Ahnung, wer auch immer da stand. Oh, meine Nase läuft echt. Das kotzt mich an, ey. So, ich hoffe, es ist mal vorbei. Was war das? Ich stand noch vor ihm. Egal. Nicht aufregen. Ich habe, wie gesagt, in der letzten Spiel gut gespielt, weil ich vor allem ruhig war. Das machen wir jetzt wieder. Gegner ist definitiv besser als der letzte, das kann man schon mal sagen. Oh, er drückt Pause. Scheiße getunnelt und so ein Ding erwarte ich eigentlich auch, dass es in Insigne reinmacht. Fuck. Muss mal einen Schluck trinken. Oh, er stellt wahrscheinlich um, aber warum hat er nicht direkt umgestellt auf 4-1-2-1-2? Kann natürlich sein, dass er immer erstmal ein paar Minuten testet, wie es läuft mit der Formation. Wenn es gut läuft, lässt er sie. Das ist eigentlich so die ganz klassische Formation, die dann auf 4-1-2-1-2 umgestellt wird. Okay, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht irre ich mich auch. Na gut. Scheiße. Schön gemacht mit Torreira. Schön gemacht mit Khedira. Wenn er mich da erwischt, gibt es vielleicht sogar Rot. Oh, das gibt's doch nicht. Egal, nicht aufregen.
Oh. Egal, ist nur ein 1-0. Einfach nur durch drei Leute durchschießen. Was soll man da machen? War ein ganz klares Foul. Danke für den scheiß Fehlpass. Ja, wahrscheinlich aufs 4-1-2-1 verwechseln müssen. Was war denn das für ein Pass? Nicht geplant, den so zu fassen. Ich muss mal gucken, aber ich glaube, ich muss umstellen. Also ich habe eigentlich keinen gefährlichen. Ja, ich muss umstellen. Der Gegner hat auch noch zweimal schießen können, deswegen ist es umso bitterer, dass er da mit seinem dummen Schuss durchkommt. Aber egal, vielleicht 4-1-2-1-2 ist genau das, was wir jetzt brauchen. Ich überlege gerade, was hat denn der für einen Abschlusswert? Fernschüsse ist gut. Stehen denn die Abschlüsse? Da, Abschluss. 71. Ne, da lassen wir Insigne. Ich überlege gerade, ob ich Brozovic als zweiten Stürmer nehme. Und Insigne als ZOM. Abschluss 74 ist auch scheiße. Ich meine, er ist geboostet, aber 75. Ach nee, da mache ich es, glaube ich, echt so. Schauen wir mal. Ja, gespielt mit Torreira. Das war auch schön rausgespielt und nicht durch 300 Mann durchgeschossen. Aber der Pass war schwer. Schön, dass der gekommen ist. Ich werde aber jetzt direkt die Formation weiter auf Defensiv spielen, denke ich. Ich glaube, wenn ich in Führung gehe, würde ich sogar zurückgehen auf 4-1, also 4-2-3-1. Aber erstmal gucken, wie sich das jetzt so spielen lässt.
Abseits. Oh! Ist es voll. Ich wollte auch keine Schussdeutung machen, weil ganz davon abgesehen. Schlechter Laufpass. Nach innen, nach außen muss der. Abseits, okay. Knappes Spiel, ich denke, es ist ein verdientes 1-1 zurzeit. Schöner Kopfball, dann machen wir etwas bedrängt. Oh, schieß doch einfach, Ikari. Fuck. Ikari, das ist ein krasses Tor. 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 Weiß ich nicht, ob Mertens den auch so macht, muss ich ehrlich zugeben. Weil außer Drehung, getunnelt, kurzes Eck, quasi No-Look, No-Look-Schuss ist halt schon krass, ne? Und es ist ein wichtiges Tor. 83. Minute, das könnte der Sieg sein. Das ist krass. Und der hat auf jeden Fall mit der Formation 4-1-2-1-2 deutlich größere Probleme. Ich würde sogar sagen, ein knapper Sieg ist zurzeit verdient, weil Gegner nicht mehr wirklich durchgekommen ist. Und es war halt einfach gerade ein guter Abschluss. Jetzt gehen wir natürlich auf Zeit. Bin ja nicht dumm.
Oh, macht er gut, macht er gut. Letzter Angriff für ihn. Oder auch nicht. Sehr gut. Also ich würde sagen, ein ganz knapp verdienter Sieg. Ein ganz knapp verdienter Sieg. Aber schön, aber schön. Puh, guter Einstand. Jetzt kommt das letzte, also in der nächsten Aufnahme dann kommt das letzte Spiel. Icardi macht ein Tor, Torreira, Vorlagen. Oh, Icardi macht eine Vorlage und den Sieg, ne? Sehr schön. Das heißt, Icardi macht schon wieder 2 Punkte. Also 2 Scorer. Tja, falls es sich wirklich durchsetzt, dann werde ich logischerweise Mertens verkaufen. Zeitnah. Also ich denke, wenn Icardi jetzt diese ganze Weekend League durchhält, dann müssten wir ja genügend, dann haben wir über 10 Spiele gemacht, dann können wir das, denke ich, einschätzen und dann werde ich wahrscheinlich Mertens verkaufen, weil da müsste ein Spieler sein, der auch immer wieder im Preis fällt. Ich glaube, Mertens ist, glaube ich, auch noch so 40.000 wert. Würde mich eigentlich sogar mal interessieren, wie viel Mertens wert ist, wenn ich ehrlich bin. Ah, oh, das war ein Fehler. Das war ein Fehler, weil es. Ach, naja, ich werde gleich sehen, warum es ein Fehler war. Ach du Scheiße! Ich dachte, er wäre um die 40.000 wert. Okay, dann hoffe ich natürlich auf jeden Fall, dass Icardi sich durchsetzt. Weil da haben wir hier 100.000 Coins, meine Freunde. Ach du Gott. Ich meine, Mertens spielt sich auch ultra geil. Aber dass er 100.000 wert. Wichtig, wichtig. Wichtig, ganz die Werte der Spieler unterschätzt. Jesus dachte ich 10.000 ist über 40 wert. Hier dachte ich 40.000, der ist 100.000 wert. Okay. Das wäre also sehr geil, wenn wir den nicht bräuchten und den verkaufen könnten. So, und jetzt dauert es ewig, bis wir den Icardi finden, weil der ist ganz hinten dran, weil es ja ein untauschbarer ist. Da. Das ist ja geil, das ist ja richtig geil. Das ist so viel wert. Oh, bitte, Icardi, setz dich durch, aber das sieht zurzeit ganz gut aus. 4 Spiele, 7 Scorer. Das könnte was werden. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss, tschüss.